dieser Folge 7 Days to Die. Nu und Kalle sind nicht da. Nee. Doch, und ich weiß doch auch nicht. Eine Schlange oder so. Geh mal weg. Im Klo ist eine komplette Pistole. Keine selbstgebaute. Da ist einfach eine Gun drin. Sterzig, Sterzig! Wach auf! Sterzig! Ja? Wo sind die anderen? Oh, ich weiß gar nicht genau. Schläfst du immer mit dem Sturmgewehr? Na klar, ich muss doch bereit sein. Zieh dich erstmal an, wie sieht denn das aus? Los, raus aus den Federn. Na, Klees. Nu und Kalle sind nicht da. Nee! Doch, und ich weiß doch auch nicht. Okay, das müssen wir überprüfen. Es scheint fast so, als wären wir in einer Woche, wo zwei von uns fehlen und wir deshalb nur zu zweit sind. Ja, leg dir mal einen Apfel auf die Stirn. Warte. Oh. Ich kann's nicht. Ja, dann Frühstück. Ja, in dem Sinne, einen wunderschönen guten Tag, Freunde. Wir frühstücken jetzt. Ihr merkt, wir sind zu zweit. Heute ein bisschen was anderes. Oh, ich habe auch gar nichts vorbereitet an Kommentaren. Natürlich habe ich zwei Kommentare vorbereitet. Ich habe überhaupt nicht geschnitten. Hast du das gesehen? War krass. Also, war heftig. Ja, auf jeden Fall einmal von Patrick Kling. Nitrat bekommt ihr von den weißen Brocken in der Umgebung. Das wussten wir ja schon. Ja. Die liegen, meist ist unter diesen Brocken noch eine Ader. Dies trifft auch auf Kohle, Eisen und andere Materialien zu. Das wollte ich jetzt nur ergänzen, aber ja. So, und unter der Oberfläche ist meistens also letztendlich, genau, wir haben ja immer mehrere von diesen Vorkommen gesehen, ob das jetzt Eisen war oder Steine oder was weiß ich. Ich weiß nicht, wie es bei Steinen ist, aber hier gibt es halt auch andere. Und da muss man einfach mal buddeln drunter. Richtig. Insane. Ich hab meinen Spaten dabei. Ich hatte ja mal nach Dings geguckt, nach Eisen, nach diesen Eisenvorkommen in der Umgebung, hab auch sowas gefunden. Und man bekommt tatsächlich sogar so eine Bildschirm- so ein Pop-up, wo dann so steht, yo, grab mal weiter, da unten gibt's noch mehr. Und ich war so, ach, krass. Das heißt, es wird sogar angezeigt. Aber ich habe noch einen Kommentar, und zwar von Rigo Schimek. Wir haben anscheinend wir haben halt die Angewohnheit, zumindest ich, sowas wie Motoren und sowas auch gerne mal zu zerlegen, um die Materialien zu bekommen. Er schreibt, Tipp, Sachen wie Messing, Heizkörper, Pokale etc. nicht zerlegen. Dadurch verliert ihr 25% Material. Ein eingeschmolzener Messing-Heizkörper bringt 250 in der Schmiede, zerlegt nur ca. 190. Das bedeutet, wir sollten nochmal, das habe ich nicht verstanden. Es gibt verschiedenste Sachen wie so Messing-Heizkörper. Wenn man die zerlegt im Inventar, bekommt man Items daraus. Sowas wie Messing oder eine Sprungfeder oder keine Ahnung was. Ja. Wenn man jedoch die Sachen teilweise in die Schmiede packt, bekommt man halt mehr, als wenn man nur da zerlegen lässt. Richtig, quasi. Als nur im Inventar. Deshalb sollten wir vielleicht in Zukunft, bevor wir verlegen, eher versuchen, das Ganze in der Schmiede zu schmelzen. Auch sehr schöner Tipp. Dankeschön, Rigo. Schmeck. Okay, also man kann Dinge einfach effektiver einschmelzen. So scheint es, ja. Das sagt unser lieber Rigo. Ist halt die Frage, ob das bei allen Arten ist oder nur bei den genannten. Genau, das müssen wir mal probieren. Er hat jetzt beispielsweise halt den Messing-Heizkörper genommen, so wie es aussah. Okay. Boah, manchmal noch ein bisschen nach unten. Und zack. Okay, jetzt wo wir heute zu zweit sind, haben wir uns überlegt, wir können mal ein bisschen questen, ne? Auf der Suche nach unseren treuen Freunden. Oder wir schauen mal, also, dass wir ein bisschen leveln. Ja, ich meine, ich komme mal runter. Ja, okay. Genau, zu zweit erkunden, entdecken, questen, whatever. Ja. Ach, ich guck einmal nach den Pflanzen, ob die erntbar sind. Ja. Bevor wir, wir los wollen, erstmal Inventar würde ich einmal leer räumen, glaube ich. Jo. Und gegebenenfalls können wir Reparaturkits mal mitnehmen. Dass wir, wenn wir jetzt richtig viel fighten und so, dass unsere Sachen nicht kaputt gehen, sondern dass wir die dann auch vor Ort reparieren können, oder? Ja, hast wenn du welche halt, oder wie? Nee, wir können die easy craften. Ich weiß noch nicht mehr, wie genau. Warte mal. Reparaturkit. Da brauchen wir eingeschmiedetes Eisen und ein Klebeband. Und schon können wir unsere Sachen reparieren. Ja, Klebeband kann man ja easy herstellen. Genau. Und eingeschmiedetes Eisen haben wir, glaube ich, auch ohne Ende. Okay, lass mich mal ganz kurz schauen. Knochen. Alter, wir haben 300 Knochen. Das ist ja pervers, was wir sammeln. Nicht wahr? Nicht wahr? Wir können halt auch überlegen, ob wir
Ja, jetzt Schusswaffen, glaube ich, eher weniger wahrscheinlich. Ne? Nö, ich nehme Bogen. Also ich bin ja ultra skilled mit Bogen. Sehr gut. Das ist nice. Sehr gut, sehr gut. Okay, dann kann der zurück. Ich habe gekochtes Wasser. Ja, Kleidung. Knochenmesser. Sollte ich schon wieder Hunger. Nahrung. So, hier kommt der ganze Mist rein. Zack, zack, zack. 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 Ja, dann packe ich meine Schusswaffe auch erstmal weg. Brauche ja keinen Schwein. Nehmen wir mal eine Taschenlampe mit. Okay. Wo haben wir denn Gold rein? Gold? Also hier die Münzen, die wir haben. Ach hier. Nee, habe ich. Alles gut. Ja, okay. Ich bin auch am Überlegen. Aber ich glaube, ich bin good to go. Ich meine, ja, ich habe halt Hunger. Ready. Ich habe ein bisschen Hunger. Aber wir haben auch eh nichts. Also. Ja, also wir sollten auf jeden Fall auf den Weg gucken. Ich habe Wasser mit ganz viel. Wasser ja, es gut. Gibt ja auch oft so Nahrungsdosen oder so. Dann let's go. Let's fucking go. Komm. Ja, du kannst hier frisches Wasser mitnehmen. Unten haben wir noch 10-mal gekochtes Wasser. Habe ich 7 drin. Stück. Perfekt. Okay, lass mich kurz noch ein bisschen Stuff hier reinpacken. Zack, zack. Erstmal zwischenlagern. So, dann können wir auch direkt los. Okay, ja, dann würde ich sagen, wir gehen zum Händler. Wir gehen zum Händler und gucken mal, was sie für Quest hat. Komm, wir haben hier übrigens auch ein Gewürzbeet. Wo? Du stehst drin. Jut. Ah, schön, mal ein bisschen ruhiger, ne? Nicht vier Leute, die aufeinander einreden. Ne? Ja. Aber ich hoffe, denen geht's gut. Es ist auch ne, ein bisschen schwerer zu viert immer zu koordinieren, dass man gemeinsam was macht. Das ist jetzt zu zweit auf jeden Fall einfacher. Ja, definitiv. Aber ja, ich glaube, Questen ist cool. Ich habe halt nur gar keinen Bock auf diese Buddel-Quests oder so, weil da warten wir, glaube ich, auch noch. Nee. Hat da jemand Kommentare geschrieben gehabt bei dir vielleicht? Habe ich gar nicht jemand? So. Nee, habe ich gar nicht, gar nicht durchgelesen. Also, weil wir hatten ja die Leute gefragt. So, willst du mit ihr reden, ja, ne? Ja, ich rede mal mit ihr. Ihr müsst doch wissen, wo wir jetzt gerade aufnehmen, ist ja Freitag. Max' Folge ist ja sowieso noch nicht online, aber wir haben auch noch eine weitere Folge vorproduziert. Das haben wir auch schon erzählt. Die Folgen sind auch noch nicht online. Das heißt, wir konnten auch noch nicht, falls wir da Fragen gestellt haben, weiß ich gar nicht, ob wir das jetzt schon nachlesen könnten, theoretisch. Ja, wir haben quasi Vorproduktion vorgeschoben. Das heißt, die Vorproduktion, die wir getätigt haben letzte Woche, war für zu unserer Zeit etwas, was nächste Woche erst stattfindet. Genau. Ja. Das heißt, wir haben 2 Wochen vor dem Ereignis, wo wir nicht können, vorproduziert, obwohl wir noch einmal einen Aufnahmetermin hatten, bevor wir nicht können, weil wir heute, wo wir auch nochmal Zeit haben, nicht so viel Zeit haben, um vorzuproduzieren. Ich weiß, es ist verwirrend. Auf jeden Fall haben wir vorproduziert, im Endeffekt. Ja, nochmal mehr jetzt. ich habe jetzt hier 5 Aufgaben. Abholen, besiege Zombies und vergrabene Vorräte. Was ich würde sagen, besiege Zombies, ne? Ja, safe. Aber guck mal, das ist nicht Zombies 100 Meter. Nee, es waren so 200 Meter. 250. Oh, das könnte unser Haus sein, nee, oder? Nee. 250 Meter ist viel weiter weg, ja. Okay. Es ist besiege Zombies in Motel 2. Ja, dann let's fucking go. Let's fucking go. Es ist markiert. Ist bei dir auch markiert? Let's go. Ach, warte mal, wir müssen in ein Team. Ich lade dich mal ein. Oh, ja. Aber wir haben ja eh gelernt, dass EP technisch eh nur für den ist, der... Ja. Aber dann sehen wir uns, wo wir Warte mal, Verbündete sind wir schon. Das bleibt irgendwie, ne? Nur nicht, dass man in der Gruppe ist. Oh Gott, das war die Tür. Ich dachte, hier explodiert was. Du siehst die Quest nicht, oder? Nö. Okay, krass. Jo, dann. Ja, alles gut. Wir teilen uns ja zumindest die Zombie-Kills und den Loot. Also nächste Quest kann ich ja dann. Ja. Ist auf jeden Fall wieder also, in unserer City hier, die Quest hier vorne. Okay, ja. Also ich will eh eigentlich gerade einfach nur leveln. Mhm, Sam. Weil vom Landeleben brauche ich noch einen Skill-Punkt drin. Und, I mean, ja, ansonsten ist mein Goal eh Nitrat für Beete. Mhm. Aber ja, hast du Ausdauerprobleme? Ja, ja. Es ist immer ein bisschen Pain. Hast du Hunger oder bist du schwer beladen? Oder? Ich habe auf jeden Fall ein bisschen Hunger. Ich habe so 50% Hunger und so 75% Wasser. Aber ja, kriegen wir schon hin. Ich habe auch in den Kommentaren gelesen, dass es jetzt halt immer anstrengender wird und dass wir jetzt mehr Fokus darauf haben sollten, unsere Skills zu leveln. Es gibt ja, hast du ja auch schon bemerkt, unterschiedliche Skills für unterschiedliche Waffen. Bücher oder Level-Skills? Level-Skills, also hier Fertigkeiten. Oh, hoppala. Oh. Naja, knall mal ruf. Wie die mal zusammenklappen. Oh, komm mal her jetzt hier. Zack. So.
Gut, hier ist das Motel. Hier müssen wir Zombies killen. Motel 7. Ja, dann, ich empfehle Schleichen. Gut, probieren wir es mal. Weil ich kann die dann beim Schlafen erschießen. Okay, dann schleiche ich mit dir rein. Du gehst vor und da machen wir Biene Maya, wenn sich... Genau, wenn Biene Maya ready machen. Richtig. Hier ist aber, kann es sein, dass hier schon jemand war, seitdem Tag 7 war? Nacht 7? Hier ist ja niemand. Hallo? Aber warte mal, Säure, das Gebiet, aktiviere den Sammelpunkt. Okay, ich muss mal anscheinend hier irgendwas machen. Okay, dann komme ich mal zu dir. Aktiviere den Sammelpunkt, so. E zum Starten der Quest, Stufe 1 säubern. Okay. Ja, und wahrscheinlich, ne, drauf achten. Oh, los, alles respawned. Säubere das Gebiet. Ach so, das ist ja auch krass. Alles respawned. Drin bleiben. Säubere das Gebiet. Okay, warte mal, wenn ich jetzt auf die ich wollte gerade sagen, im Rahmen bleiben. Hier, nicht wieder verlassen. Okay, so, ich gucke jetzt mal, was im Coupé drin ist. Ja, das heißt ja einfach, dass zwischendurch, wenn man so Quests macht. Ach so, das ist ja mit dem. Oh! Deshalb hätte sich unser Haus resettet. Das wäre ja eklig gewesen. Ja, okay, verstehe. Alter, Stufe 3 Feueraxt. Ist ja der Hammer. Oh, das ist nicht bad. Wollen wir übers Dach? Oh, meinst du? Ja. Na gut, dann geh mal vor. Weil hier ist ein Loch. Vielleicht können wir da schon ein paar erschießen. Hopp, hopp, hopp. Na, okay. Vielleicht nicht so gut. Weil dann können sie von allen Seiten kommen. Ich dachte, vielleicht kann man ein paar Hits landen. In diesem Wandschrank ist safe jemand. Dann komm mal hier runter. Na? Ja, das ist so ein Krankenwagen oder so. Was ist denn das? Nee, irgendein Lieferwagen. Im Hinterhof. Die Tür ist verschlossen. Sickte. Oh, was ist hier los? Hier ist wer? Wo? Junge, der kommt hier angestrampelt. Er kommt. So. So schwer, wenn die so zappeln, den Kopf zu treffen. Jo. Geteilte Spieler-EP, 359 Ehre. Okay, da, dann lass durch die Haupteingangstür, oder? Ja. I guess. Oh, hier ist Scheibe. Mensch. Das war schön sauber, ne? Ist ja was Positives. So. Pass auf, im nächsten Raum sind zwei Büroschränke. Da kann heftige Scheiße drin sein, oder? Doch nicht. Hallo? Warte, hier schläft eine. Ich mach nichts an. Oh, hoppala. Oh, hoppala. Scheiße. Oh Gott. Jut, da mach sie weg. Biene Maya. Mann, ich, ohne Witz, ich kann in dem Game nicht aimen auf Kopf. Es geht nicht. Ich krieg's nicht hin, die im Kopf zu treffen, wenn die in Bewegung sind. Es ist so cursed. Okay, wir clearen erstmal Vulva, bevor wir jetzt hier alles durchsuchen. Was nochmal der Button für alles nehmen? R. Ja, R. Noch. R. Ne? Ja, ja, wie so ein kleiner Motor. Let's go. Ja. Hallo? Hallo? Ich hab nichts verpasst, oder? Wir nehmen heute nicht auf. Also wir nehmen gerade auf, aber für dich. Wir nehmen gerade auf, Gnu. Oh, für mich? Ja, aber herzlich, ey, cool, ja, dass du das Hallo, wir dich wir haben einen Gast in unserer Aufnahme. Der Geist von süß. Gnu ist da. Wie süß seid ihr denn, weil ich nächste Woche nicht da bin? Ja, du hattest uns doch, wir hatten es doch vorgeschlagen. Nee, doch, Gnu. Ihr seid so lieb. Ja. Du meintest, du bist heute unterwegs. Ist egal, wir können das ja wann anders besprechen. Also ich bin ja nächstes Wochenende im Umzug. Ja, da, ja, cool. Wir haben ja letzte Woche für nächstes Wochenende, für nächste Woche vorproduziert. Genau. Ja. Oder verarscht ihr mich jetzt gerade? Nein. Nee. Aber das heißt ja nicht, dass wir diese Woche nicht aufnehmen. Hatten wir ja auch im Discord geschrieben. Aber wir können das, wie gesagt, mal anders besprechen. Wir sind gerade hier in einem Hotel und töten Zombies. Ja. Okay. Dann, danke, wo ist Kalle? Der das wissen wir nicht. Leider, das wissen wir nicht. Verschollen. Ich glaube, der hat das auch verballert. Okay, ey, vielen Dank, ihr seid richtig süß. Oh, ja. Ja, gerne. Danke an den Geist von Gnu. Max, hier ist ein Zombie, der dir auf dem Boden schläft. Fühlt euch geliebt. Tschüss. Tschüss. Tschüssi. Hast du das gerade auch gehört? Ich habe das Gefühl, Gnu hat irgendwie versucht, uns was zu sagen. Schieß ihn mal richtig tot da. Der liegt da auf dem Boden. Guck mal, im Bad. Da. Der ist schon tot. Ja? Ja, der macht nicht mehr. Ach so. Aber warum liegt hier einfach eine Leiche rum? Das ist ja. Oh, hier drin ist aber etwas. Jo, mach den Vorhang auf. Warte, ich knack auf. Was ist das denn für ein Schnecki? Hey, das ist eine Schlange oder so. Ah! Geh mal weg. Ah! Geh mal. Junge, was? Warte. Ich schlitz auf hier. Da kriegen wir Fleisch raus.
Das ist einfach eine fette Python gewesen, Walla. Einfach so im Badezimmer. Und die springt einfach da drüber. Im Klo ist eine komplette Pistole. Was? Also eine clean. Warte, sag mal. Ja, guck rein. Keine selbstgebaute. Da ist einfach eine Gun drin. Im fucking Klo. Okay, ich loot immer Klos jetzt. Ich nehme mal mit. Und ein Zettel. Warte mal, steht da was drauf? Nee. Nee. Alter. Das ist ja clean. Das ist ja Hammer. Ja, aber irgendwo müssen noch welche sein. Also. Ja, hier ist noch einiges. Diese Quest ist noch nicht erledigt. Warte mal, hier ist noch. Aha! Ja. Zwei Stück. So, beide sind hingefallen. Easy. Einer tot. Jetzt hat keine Ausdauer mehr. Alles gut, den habe ich. Knack, sehr schön. Hier ist ein Klo. Looten. Warte mal, hier ist noch. Alles gut. Mit der Pistole im Moment. Okay. Ja, normalerweise geht es ja irgendwie hoch oder runter. Was ist das denn? Müssen wir vielleicht irgendwie. Gibt es eine Anzeige, wie viele Zombies noch leben oder so? Nee, einfach nur ein X bei säubere das Gebiet. Okay. Oh, warte mal, doch, hier oben ist eine Zeige. Sekunde. Komm mal hier hoch. Hier oben ist eine Anzeige. Hier geradeaus, so im Dach. Ja, hier geht's rein. Aha. Siehste. Oh lol. Alter. Ja, hier müssen wir hin. Ja, warte. Schön links auch. Den habe ich. Schön so. So, wir haben es erledigt. Geil. Ach, hier ist Boss-Loot. Ja, das war's schon. Okay. Ich habe Bohnen gefunden. Hier ist ein Muni. So, das habe ich letztes Mal verkackt in meiner Folge. Was hast du verkackt? Das ist eine Truhe, die hat 2000 HP und ich dachte, man muss sie freikloppen. Du kannst einfach E drücken. Oh weh. Weil ich dachte, es wäre so eine verbesserte, gepanzerte Truhe, you know. Ja, hier ist Thunfisch drin. Ich brauche ein bisschen Food. Ich habe eben gerade Erbsen gefunden. Nee, warte mal. Ab hier. Birnen. Ich hau mir die mal rein. 10 Nahrung. Du kannst hier das Thunfischzeug essen aus der Truhe. Okay, nice. Ja, Rest nehme ich mal auch mit, kann man ja notfalls zerlegen. Ja, dann kommen wir hier wieder runter, wa? Einfach rein. Psst. Cool. Jetzt können wir hier nochmal kurz ein bisschen durchgucken, wenn wir wollen. Wenn wir wollen. Nö, ich glaube, wir haben hier nebenbei alles gelootet, oder? Nee, war wieder in der Toilette, ein Jagdmesser. Alter, was? Hier, warte, ich drop's dir. Hast du schon eins? Nee, ich hab so ein Knochenmesser. Ja, geil. Alter. Fettes Jagdmesser, schön. Das ist wahrscheinlich dieselbe Waffenkategorie, nur besser, oder? Als ein Knochenmesser. Kannst du mir vorstellen, ja. Ist bestimmt besser. Ja, lass Abfahrt, nächste Quest, oder? Oder anderes Gebäude nochmal looten, keine Ahnung. Ja, ich würde einfach Cash nochmal zurückbringen, glaube ich. Oder wir sagen jetzt wirklich mal, wir gehen auf den Weg und erkunden mal wirklich, was ein bisschen weiter weg ist. Ich bin jetzt zum Beispiel einmal ein bisschen nach Süden raus und habe dort ein einsames, so ein Haus im Wald entdeckt. So, aber bin ich nicht reingegangen, weil ich das nicht. Okay, sag mal, war Crack a Book nicht krass letztes Mal? Jo, bei Crack a Book gab es, glaube ich, immer so Bücher zum Lernen. Lass doch mal hoch. Ja, lass doch mal hoch. Ich glaube, oben waren wir auch noch nicht. Da war doch dieser Boss. Nee, warte, komm mal mit. Hier an der Seite ist die Treppe. Da sind wir nicht hochgegangen, als wir hier waren. Ach, ich verwechsel es, glaube ich, oder? Ja, ich verwechsel es. Ich dachte, es wäre ein anderer Laden. Ja, aber als wir hatten mal. Ja, ich erinnere mich an dieses grüne Haus, ne? Ja, ich dachte, es wäre das. Okay. Leere, moderne Toilette. Gut, hier ist nix. Na gut. Wobei, wir kommen hier aufs Dach. Aber welches Haus war das denn? Das war weiter die Straße runter, oder? Nee. Guck mal, eine versiegelte Bücherkiste hier oben. Oh. Hat sich ja doch gelohnt. Warte mal. Warte, okay, müssen wir uns merken. Gehen wir jedes Mal hoch. Da ist bestimmt ein krasses Buch drin. Komm mal nach. Ach, hier hoch. Oh, lol. Oha, Vorschlaghammer, let's go. wir haben Speerjäger, Band 4. Band 4, okay, was macht das? Speerjäger habe ich schon 4.
Okay. Projektilgeschwindigkeit und Reichweite 15%. Verbessere deine Wurfkünste mit diesem einfachen Übung. Erhöhe deine Projektilgeschwindigkeit und Reichweite um 15%. Aber stackt sich das? Nee, das lernt man einmal. Ja? Und ich hab's schon, also kannst du es nehmen. Nee, ich würde das stacken so unendlich, krass, das wäre komplett Bastard. Dann wären ja deine Pfeile noch schneller. Ja, aber dann wäre ich irgendwann bei 800% oder so, wenn ich hier 1000 Stunden drin habe. Ja, true. Ja gut, dann lass uns das mal... einfach ein Lasergeschoss. Dann lass mal Quest zurückbringen. Okay. Und dann, können wir gern mal sagen, wir erkunden mal die Umgebung, weil wir haben zum Beispiel jetzt auch im Ladebildschirm, das habt ihr jetzt nicht gesehen, haben wir halt auch so eine fette Fabrik und sowas mal gesehen. Eigentlich hätte ich Bock, dass man mal sowas findet und das dann ansetzt für irgendeine Folge, das komplett einmal durchzulooten. Ich glaube, da findet man auch mega unterschiedlichen Stuff dadurch. Ja, plus, ich meine, wir können die Stadt ja auch noch looten. Wir, seit Nacht 7 haben wir hier nicht jedes Gebäude geklärt. Also, ja, true. Dann brauchen wir nicht so übel weit rennen. Ich glaube, effektiver wäre es, wenn wir hier erstmal jedes Gebäude dingsen. Und das macht man wahrscheinlich sogar eventuell, bevor man auch Quests macht, weil die Quests können die ja resetten. I don't know. Wobei Quests wahrscheinlich immer besser, weil es einfach sau viel EP gibt nochmal. Ja, und ist halt mehr wert, als wenn man jetzt einfach nur so ein paar weitere Dosen oder so kriegt. Schöne Sprungfeder. Ja, du musst mal drauf achten, wie viel dir das jetzt bringt, wie viel EP. Ich glaube, bei Kalle war es irgendwie 800, was ja gar nicht so viel ist, sind zwei Zombies. Ja, 800? Nee, ich glaube, es waren mehrere tausend. Echt? Okay. Ja, ich glaube, ich das falsch in Erinnerung. Ich hatte jetzt irgendwie 3000. Ja, EP 3000, aber 800 Jeton aus Dukes Casino. Ich kann mir jetzt aussuchen, der Schlagmann Band 6 als Belohnung oder Bogenschießen für Ranger Band 5. Der Schlagmann, warte mal. Früher waren Baseballschläger der letzte Schrei, aber damals waren wohl schwächere Zombies unterwegs. Es ist Zeit, wenn du halt Knüppel hast. Du kannst Stahlknüppel herstellen. Stahlknüppel? Klingt auch nicht übel. Ja, wahrscheinlich so Polizeischlagstockmäßig. Fertige Feuerpfeile und Feuerbolzen. Boah, das klingt krass. Das könntest aber du halt lernen. Achso, den Band habe ich schon. Achso, okay. Ja, dann vielleicht Schlagmann, das hat noch, glaube ich, niemand von uns. Was hast du noch, was noch für eine Belohnung? Ja, Bogenschießen für Ranger Bank 5 und der Schlagmann mit den Eisen Baseball. Ja, oder die 800 Jetons, oder? Nee, ich glaube, die kriegen wir so. Darunter ist dann, also wir haben jetzt hier EP 3000, Gegenstände 800. Ja, dann nimm der Schlagmann. Jeton. Ja, dann würde ich auch den Schlagmann nehmen. Und darunter habe ich halt zwei Bücher, die ich auswählen kann. Ja. Okay. Quest abgeschlossen. Ja, dann würde ich sagen, du bist die nächste. Ja, beseitige Zombies 250 Meter. Wieder Motel? I would love to give you a Ja, Motel 2. Ja, das ist genau dasselbe Gebäude. War das nicht Motel 7? Nee, wir haben. Es gibt ja nur ein Motel hier in der Stadt, glaube ich. Aber ich glaube an der Wand. Okay. Ja, geil. Machen wir es einfach nochmal. Let's go. Jetzt wissen wir ja, wo alles ist. Ja. Aber guck mal, wie schnell man halt dadurch levelt eigentlich, ne? Ja, 3000 EP ist krass. Ich weiß noch nicht, ob es so smart ist, beispielsweise in der Nacht nicht einfach auch mal auf die Jagd zu gehen und die Zombies, die wir draußen haben, zu killen. So zu viert. Weil so leveln wir halt nicht, wenn wir die ganze Nacht nur rumstehen in den meisten Fällen. Ja, beziehungsweise man kann ja nachts auch schleichen. Ja, genau. Also ich sag mal, die dann Zombies saubere sind saubere Headshots setzen. Die Zombies sind halt schneller, aber wenn wir halt zu viert sind, hacken wir auf zwei Zombies ein und dann... Ja, und halt, die sind ja dann auch gestaggert. Also ja, ist halt nichts. Also deshalb sollten wir vielleicht mal nicht mehr so rumstehen in der Nacht und nichts machen. Ich glaube auch, das ist halt das Schlechteste, was man machen kann. Weil selbst wenn man stirbt... Hast du gerade geschossen? Ich habe nicht geschossen, nein. Weil selbst wenn man stirbt, ist ja eigentlich nicht schlimm. Also nicht dolle schlimm. Nee, eigentlich nicht, weil wir kriegen halt nur diesen... Wir müssen halt EP aufholen. Aber ich glaube, das ist mehr wert, als wenn wir einfach nichts machen. Okay, ich bin gleich da. By the way, ich frage, was... Also, deine Quest war auch Stufe 1, ne? Ja. Ich frage mich, wie das jetzt zu Stufe 10 wäre. Heftige Zombies. Ja, ist alles resettet wieder. Ist ja der Hammer. Vielleicht finden wir jetzt noch eine Pistole. Ja, Klo. Also loot-technisch ist halt auch sehr geil. Ja, würde ich sagen, gehen wir hier rechts rein und arbeiten uns einmal durch wieder. Mhm. Cool. Moin. Hier eine schöne Schlange. Ja, das will ich hoffen, ey. Niemand hier? Ja, da ist sie wieder. Ich fasse es nicht. Warte noch. Warte, können wir die vielleicht... Ja, ich kann sie hier durch. Ja, sie geil. Ist tot. Perfekt. Oh ja, man kriegt wirklich mit dem Jagdmesser mehr Fleisch.
Aber jetzt 10 Stück bekommen. Auch so geil. Eine Toilette ist nix. Hier rennt einer. Zwei Leute. Biene Maya, das klassische Biene Maya. Ja, ja, bisschen mit Feuer noch. Zack. Oh, wie er guckt. Ja, der ist hängen geblieben. Zack. Oh weh. Manchmal so. Zack. Oh. Hoppala. Geht. Oh, hier ist ein halber Körper, mein Gott. So, Pistol. Nee, leider nur zwei Papier. Pistol. Hier ist auch eine Toilette. Nö, ein Papier. Das ist krass, wie man einfach so. Nee, der ist tot. Okay. Deshalb würde ich, also, warum findet man sowas in der. Wahrscheinlich haben die gedacht, dass. Guck mal, wie Leute, wie witzig wäre es, wenn man in der Toilette geilen Loot findet. Lel. Ja, aber was auch die Überlebenden sich gedacht haben müssen. Ne? Also, warum wollen die eine Toilette eine Pistole runterspülen? Was ist das? Ja, ja. Oder sie haben sie halt so versteckt in der Toilette, wer weiß das schon. Man steckt ja nicht drin in den Überlebenden, ne? Also doch, richtig. Irgendwie, weil wir überleben, aber. Naja. Noch Junge, wie ich einfach Gliedmaßen abtrennen kann mit dem Bogen. Der hat schon Power. Heftig. Der hat schon Power. Okay, Top-Pflanze brauchen wir nicht. Ist noch eine Toilette. Bauplan Lederrüstung habe ich gefunden. Leder? Ja. Lederrüstung klingt ziemlich. Die sieht auch krass aus. Ja, Lärm. Abfahrt. Heftig. Also ich denke, es macht jetzt keinen krassen Unterschied, weil wir haben ja schon Eisen. Aber vielleicht denke ich auch ein bisschen zu Minecraft. Ey, so ein Bürostuhl auch immer mal mitnehmen und direkt zerlegen, gibt halt 6 Leder, ne? Echt? Ja. Oha. Ist bei dir jetzt auch schon das Ziel hier oben? Ja. Okay, ja. Dann ist es wahrscheinlich das Letzte, was wir machen müssen. Aber, also Motel, ich hatte da noch säubere hier Zombies 350 Meter entfernt. Ja, kann man auch gleich machen. Hoppala, so, hier sind wieder 2, links wieder auf. Zack. Junge, einfach so auf Range ein bisschen pochen. Kopf weg. So, was haben wir ja hier drin? 7 Eisenpfeil. Alter! Eisenbrecher-Mod. 15% mehr Schaden gegen Eisen. Okay, das sieht heftig aus. Wenn die gepanzert sind, oder was? Ja, guck mal rein in die Truhe. Das sieht heftig aus. Alter, was? Mhm. Okay, das ist halt zum Eisen abbauen. Ja, nimm. Ja, ja, ist ja heftig. Dann baut man es wahrscheinlich einfach schneller ab, wa? Ja. Und halt Eisenpfeile, auch geil. Ja, das sind so mit die besten Sachen, die man, glaube ich, finden kann. Auch so ein Jagdmesser, dass wir dadurch jetzt mehr Fleisch kriegen, wenn wir was. Also, das ist halt so. Das bringt uns halt so viel weiter. Also waren wir schon in der Gegend da hinten? Ich hab das ach doch, da ist das grüne Haus. Das große grüne Haus, wovon wir geredet haben. Ach so, das ist eine Querstraße. Ja, das ist einfach da hinten links, geil. Okay, ja, wollen wir da kurz hin? Können wir machen, gerne. Quest ist ja fertig, hier oder? War eine Treppe. Oh, guck mal, da unten kommen 4 Zombies. Oha. Was ist denn da los? Pfeilhagel! Pfeile! Pfeile los! Pfeile los! Was? Was war das denn? What happened? Die sind richtig Warte, über den Zaun gehopst. Die klettern! Die kommen hoch! Ciao! Schießt sie nieder! Ich fühle mich gerade hier wie Gimli und Legolas auf der Mauer. In Helms Klamm. Oh, warte. Den Kopf platzen. Pass mal auf. Nee. Nein. So, ich kann doch nicht durch den Zaun schießen. Oder? Doch, kann ich. Nee, oh, ich glaube, du triffst den Zaun tatsächlich. Ja. Oh. Ich mach sie. Ist sie tot? Nee, doch. Nee. Ich treff sie. Doch. Ach, krass. Ich treff sie. So. Sie hängt fest. Wir haben sie. Okay. So, was haben wir hier? Ja, aber was war das jetzt? Ich glaube, die kamen hier einfach aus dem Gebiet hier raus, weil sie uns gehört haben. Hier aus der Halle oder so. Ja, ist ja heftig. Hier ist ein leerer Wagen. Ja, ich höre noch mehr Steps. Boah, Alter, wie du da den Speer rausholst. Da. Ja, ja, hier irgendwo luschern sie. Schön.
schön drauf einprügeln. Ciao. Oh, hier. Kriegst du den dadurch? Ja. Wie er mit seinem Arm im... Guck mal, sein Arm guckt hier durch den Zaun. Ah, er ist schon tot, okay. Ja, dann lass mal wieder außen rum hier. Ja, ja. Oder wir gehen hier rein. Was ist denn hier? Das ist einfach nur eine Garage. Nee. Oh, wait. Keine Ahnung, so ein Stromverteil-Dings? Not sure about it. Oh nein, die ist durchgebrochen. Ja, wollen wir runter? Warte mal, lass mich mal hier einmal rum. Mal gucken, ob es hier was gibt noch. Ah, weiß ich nicht, sieht's... Warte, aber kommen wir hier raus? Ja. Da hinten in der Ecke, wa? Ja. Ja, okay. Ja, das Crouchjumpen vielleicht. Okay. Gut. Wie viele Pfeile habe ich noch? 12, das ist nicht viel. Na gut. Na gut. Hier lang. 16 Uhr, wir haben noch übel viel Zeit. Tatsächlich, ja. Wenn man mal einfach unterwegs ist. On the road. Alter. Oh Gott, ey. Dein Vorschlaghammer, ey. Na, erstmal ein Bierchen. Ja, hau rein. Ich habe auch noch mal so einen Lütten hier, warte. Oh, jetzt ist ja alles hier ganz schön. Ja, es geht heiß her. Wisst ihr, was noch heiß hergeht? Die nächste Folge, meine Damen und Herren. Oh, ist mal wieder und das Zeit. Ist die von Gnu. Die nächste Folge ist die von Gnu. Nimmst du die auf? Oder kann ich machen, ja. Ich bin ja schon ready. Wir sehen uns genau hier gleich wieder bei Gnu dann in 2 Tagen. Und da looten wir jetzt ja nochmal den Rest der Ecke, bringen Quests weg, machen mehr Quests. Es wird aufregend. Bis dann. Tschüss.